Ja, hallo von Zentrum für Yoga, geschwind. Ein Video wieder aus der Reihe Yoga von A bis Z. Ist mir eingefallen, da müsste ich auch mal wieder weitermachen. Heute der Buchstabe Q. Q wie Quark. Gutes yogisches Nahrungsmittel, aus Milch gemacht. Manche Yoga-Stile sind Quark. Und das Einzige, gut, vielleicht gibt es eine Gottheit mit Q, was mir in Bezug auf Yoga einfällt, ist Q wie Qualität. Die Qualität, auch in Yogalehrerinnen-Ausbildungen auch, wird meist auf irgendwelche mechanischen Dinge gerichtet, sprich Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen, Organe, Stellungen. Und das sagt nichts über Qualität aus im Yoga. Auch nicht, wie gut jemand Alignment mitmachen kann, so Korrekturen. Sagt nichts über Yoga aus. Yoga ist Leben. Yoga, hier dreht es sich immer nur und immer wieder und immer noch und immer zu und stetig um Energie, Prana. Und es wird nicht beachtet, wo geht Prana hin? Wie ernährt man sich, dass man genügend Prana hat? Und Hauptsache, man hat so ein Zettelchen. Ich habe das auch alles gemacht, von daher weiß ich, wovon ich spreche. Ich habe selbst so einen Zettel gehabt und wusste danach nicht, was sollte ich tun? Was bringt mir das? Wie mache ich das? Ich konnte Yogastunden leiten, kein Problem. Aber was bringt es schlussendlich? Ich habe gemerkt, hat mich nicht vorangebracht. Körperlich ja, aber energetisch, seelisch, moralisch, psychisch überhaupt nicht. Und das fehlt in den Yoga-Ausbildungen. Es geht um das Leben selber. Das macht die Qualität aus. Nicht der Zettel, den Schein, den man dann hat. Auch nicht die Stundenzahl. Ich habe selber viele Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer ausgebildet. Wir haben 250 Stunden gehabt und konnten Stunde, eine Yogastunde, 10 Yogastunden, 100 Yogastunden geben. Ja, gefahrenfrei und gut. Natürlich kannst du eine besser, der andere wegen weniger, aber das ist überall so. Aber es sagt nichts eben die Zahl der Stunden über die Qualität aus. Auch wenn die Krankenkassen zum Beispiel 500 Stunden wollen, sagt nichts über die Qualität aus. Denn wie gesagt, in den Ausbildungen dreht es sich meistens um Körperstellungen, Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen, Gelenke. Das ist auch wichtig, natürlich. Aber ohne Energie nützt es nichts. Die Ernährung wird ayurvedisch, anderweitig, aber nicht yogisch betrachtet. Das ist nochmal ganz anders. Man mischt Yoga mit Yin, mit Yang, mit Jing, mit Zhang, mit Chong. Yoga ist Yoga und Yin und Yang ist etwas anderes. Auch die Qualität ist anders. Und die Reinigungsübungen, wo man den Körper sauber macht, ins Nadi-System reinigt, die werden völligst vergessen oder bewusst unterdrückt. Und das ist Qualität. Und wenn man das auch lebt, nicht in einem illusorisch-esoterischen Gebilde, sondern wirklich tief, wahrhaft lebt, auch die Scheiße in Kauf nimmt, die herauf vorkommt, das ist Qualität. Und die Qualität ist der Sinn und Zweck des Yoga, wie man sich verändert, dass man sich verändert. Dass man nicht im Gedankenkonstrukt, ah, ich bin ein guter Mensch, ah, Gott beschützt mich, das nützt alles überhaupt nichts. Sondern es geht von innen heraus. Und da werden viele eben Konstruktionen gebildet, die nichts wirklich bringen. Q wie Qualität. Und nicht Zertifikate. Der Yogi zeichnet sich nicht mit Zertifikaten aus, sondern der Yogi hat Kraft. Auch viele moderne Meister, Gurus, finde ich nicht, dass die Energie haben oder ausstrahlen. Und das muss man natürlich erkennen. Es gibt viele Blender, es gibt viele Gute. Es ist nun mal so in diesem Yoga-Zirkus. Aber wer mit Zertifikaten oder mit irgendwelchen coolen Hosen ankommt oder Tai-Chi-Formen im Yoga,
Das hat nichts mit Qualität zu tun. Das kann was damit zu tun haben, aber es muss nicht. Bei den meisten ist es nicht so. Es ist dann so wie eine Art Tanz. Dann könnte man aber auch gleich richtig tanzen. Und ja, hier ein bisschen Kritik. Und es ist meiner Meinung nach auch berechtigt, mal hier ein bisschen Kommentar abzugeben, was im Yoga-Zirkus alles falsch läuft. Nun, Qualität zeichnet sich aus durch Prana. Und Prana ist das, was das Leben verändert. Prana ist das, was Liebe schenkt, was Verbindung schenkt. Nicht das Denken, sondern das Handeln, das Tun. Und so haben wir wieder eine Folge Yoga von A bis Z mit dem Buchstaben Q. Das nächste Mal gibt es R wie Ritz. Das bin ich. Tschüss.